Herzlich willkommen zu unserer Hundo Academy und zu unserer heutigen Veranstaltung, dem Bildungslunch. Unser Thema heute: MINT-Lernlandschaften, Leuchtturm, Luisenlund. Mein Name ist Alexander Biller von der Firma Hohenlohe und ich übergebe direkt an meinen Kollegen Dirk Suhr, der was über das Programm erzählen wird. Ja, herzlichen Dank. Lernlandschaften sind ja zunehmend im Gespräch. Es setzt sich doch nach und nach die Einsicht durch, dass die klassische Flurschule für moderne Pädagogik und Didaktik nicht die richtige pädagogische Architektur ist. Und wir wollen uns heute an einem Leuchtturm, nämlich der Stiftung Luisenlund, über dieses Thema unterhalten. Luisenlund, das Internat im Norden an der Schlei. Wir haben Herrn Dr. Peter Rösner als Referenten hier, den Leiter der Stiftung Luisenlund, der etwas zur pädagogischen Vision Luisenlunds sagen wird. Herrn Professor Handke von der Universität Marburg, der die gesamte Didaktik für diese pädagogische Vision digitalisiert. Dann Herrn Abel von der Firma Flöth Otto, Learning Spaces, die eine Lernlandschaft in der Juniorenstufe eingerichtet haben, die bereits sehr wegweisend ist. Und mein Kollege Alexander Biller, Architekt und Leiter der Academy bei Hohenlohe, wird etwas zu unseren Planungen für die MINT-Labore in Luisenlund sagen. Also fangen wir doch einmal damit an, dass uns Peter Rösner etwas über die pädagogische Vision Luisenlunds berichtet. Ja, lieber Dirk, liebe Gäste, das tue ich total gerne und das geht auch runter wie Öl, wenn man da als Leuchtturm bezeichnet wird und so. Dass ich hoffe, dass wir dem Anspruch so ein bisschen uns heute nähern können. Was Sie bei mir im Hintergrund sehen, ist das Schloss der Stiftung Luisenlund. Insofern, Dirk hat es schon gesagt, wir sind ein Internat, dass Sie es ein bisschen einsortieren können. Ich habe Ihnen mal aber nur eine Minute ein paar Bilder mitgebracht, die ich ein bisschen zeigen möchte, sodass Sie das Gefühl haben, wofür so ein Internat heute steht. Wir sind das zweitgrößte Internat in Deutschland. Wir haben 320 Kinder hier und ich zeige Ihnen mal ein paar Impressionen vielleicht, dass Sie das Gefühl haben, worum es geht. Und was Sie auf dem ersten Bild sehen, ist tatsächlich so das Kerngelände der Stiftung Luisenlund. Und da sehen Sie schon, das ist also im alten Namen Schloss und Gut. Das Schloss sehen Sie im Vordergrund. Das Gut, also der Bauernhof, der das Schloss eben versorgt hat, im Hintergrund. Das ist die ehemalige Residenz der Herzöge von Schleswig und Holstein, als das hier noch Dänemark war. Und die Familie zu Schleswig-Holstein hat direkt nach dem Krieg, also 1949, beschlossen, diesen Privatbesitz zugunsten einer Stiftung aufzugeben und daraus eben Schulen im Internat zu machen. Hier leben heute 320 Schüler im Internat, dazu kommen etwa 100 Tagesschüler, also 420 Grundschulen noch dazu, 470, wenn sie alle zusammenzählen, sind Kinder, die hier sind. Ich habe Ihnen noch ein Bild mitgebracht. Das ist mal, dass Sie so ein bisschen von der Tradition was sehen. Also da sehen Sie den Landgraf Karl von Hessen, natürlich gespielt durch einen Schüler. Und die Luise, die damalige Schwester des dänischen Königs, der das dann eben vermacht wurde. Deshalb heißt es auch Luisenlund. Und was Sie da sehen können, sind Schüler, die mit einem unserer Schiffe auf der Schlei in Richtung Hafen fahren. Das ist der Beginn der sogenannten Schleitaufe, ein Initiationsritus für die neuen Schüler im Internat, die dann eben mal mit Schleiwasser getauft werden. Sie sehen, dass die Kinder einen Schulpullover haben. Das ist keine Uniform, aber eben doch ein Zeichen für Gemeinschaft, wie eben Luisenlund ganz, ganz stark für Gemeinschaft steht und natürlich Werte und Tugenden eine wichtige Rolle spielen. Wir bezeichnen uns häufig als Wertegemeinschaft, die wir eigentlich sein wollen. Wir haben, ganz interessant, das Thema Erziehung zur Verantwortung spielt eine ganz große Rolle. Wir haben eigentlich alle großen Hilfsdienste. Da sind wir mal unser THW. Also wir sind ein echter Stützpunkt des Technischen Hilfswerks im Norden. Und wir haben eine ganze Reihe Schüler, die eben die Grundausbildung bei THW machen, bei der Feuerwehr machen, aber auch bei den Ersten-Hilfe-Leuten mithelfen, sodass Verantwortung zu übernehmen für sich selbst zunächst mal und für andere eine ganz wichtige Rolle spielt. Und Verantwortung für sich selbst ist schon vielleicht ein Hinweis, weshalb ich mit der tradierten Schule irgendwie nicht mehr einverstanden bin, weil man normalerweise ja Kinder im Klassenverband hat.
Und in so einer Klasse kann man sich schon zurücknehmen als Schüler. Also das kennen wir alle, wenn wir Schule erlebt haben irgendwie. Das wollen wir aber eigentlich nicht. Wir wollen ja das Individuum stärken. Wir wollen, dass der Einzelne Verantwortung übernehmen kann für sich selbst. Und wenn das typische Beispiel ist, wenn die Mathe 5 kommt, wer ist schuld? Natürlich der Lehrer. Es ist immer der Lehrer schuld. Wobei ich dann immer sage, der Lehrer hat ja die Arbeit gar nicht geschrieben. Also das heißt mal für sich anzunehmen, dass der eigene Bildungserfolg, auch was mit eigenem Engagement, mit eigenem Leistungswillen, mit eigenem Tun, mit eigenem Arbeiten, Lernen ist ein aktives Verb, sagen wir immer, zu tun hat, das ist ein erster wichtiger Punkt. Wenn man Verantwortung für sich selber übernehmen kann, dann kann man, so wie beim THW, eben auch Verantwortung für andere übernehmen. Das ist mal so ein Bild tatsächlich der Hilfsdienste. Wir haben insgesamt 120 Schülerinnen und Schüler, also jeder Dritte eigentlich, der in einem dieser Dienste mitarbeitet. Was schon ganz beeindruckend ist, wir sind damit tatsächlich auch die größte Nachwuchsgruppe, die es in Schleswig-Holstein gibt für solche Aktivitäten, weil wir eben glauben, dass zivilgesellschaftliches Engagement, ehrenamtliches Engagement im Einsatz für andere Menschen, das ist, was ja Gesellschaft auch zusammenhält. Und auch wenn wir nachher über Naturwissenschaften sprechen, so ist eben auch gesellschaftlicher Zusammenhalt eines, was wir den Kindern mitgeben wollen, wenn wir über Zukunft sprechen und über Bildung in der Zukunft sprechen. Das ist nochmal eine Impression von der Feuerwehr, die wir eben auch haben, eine eigene Feuerwehrgruppe bei uns. Und wir haben eben 20 Schüler, die jedes Jahr die Feuerwehrausbildung machen. Wir machen viel Sport und da bietet sich das Segeln an. Das ist einer unserer Kutter. Das Schöne am Kuttersegeln ist, das ist ein echtes Segelboot, das hat auch keinen Motor. Und das ist eine Teamleistung. Also dieses Boot kann man nur segeln, wenn so mindestens 6, besser 8 Mann oder Frauen eben im Boot, sprichwörtlich im gleichen Boot sitzen und sich dann einigen. Und da kann man so viel lernen, was soziales Engagement, was auch Teamfähigkeit, was aber auch Führungskompetenz anbelangt. Denn der Kapitän auf so einer Regatta, der sagt eben Steuerbord oder Halse oder was man da sonst an Befehlen geben kann. Und dann ist klar, man kann es demokratisch nicht diskutieren. Wiewohl wir an anderer Stelle eine super demokratische Schule sind. Also es gibt hier ein Schülerparlament und eine Schülervertretung und die sitzen jede Woche bei mir am Schreibtisch und erklären mir, wie ich diese Schule zu leiten habe. Also die sind schon sehr selbstbewusst, die jungen Leute. Aber diese Dialektik eben zu zeigen, das ist eben auch etwas, was wir tun. Theater spielt eine ganz wichtige Rolle, weil beim Theaterspielen man Persönlichkeit und Charakter bilden kann. Wenn man eben in Rollen schlüpft, die man zunächst mal nicht selbst ist, sondern wo man sich ausprobieren kann, mal der Böse zu sein, mal der Lustige zu sein. Das ist so eine Szene, die Sie da sehen. So, alle Bilder, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, und jetzt gehe ich da auch wieder raus, dass Sie mich wieder sehen können. Alle Bilder, die ich Ihnen gezeigt habe, waren Bilder, die mit klassischer Schule und Unterricht nichts zu tun hatten. Wir haben über Segeln gesprochen, über THW, über Feuerwehr, über Theaterspielen. Wo ist denn jetzt die Schule, würde man sich fragen. Und die Schule in Lusenlund bisher war eine sehr traditionelle Schule. Das heißt, es gab Klassenzimmer und wir haben wie alle Schulen auch die Kinder, die zufällig gleich alt sind, in Klassen eingeteilt, also eine 9. Klasse und eine 10. Klasse und dann in der Profiloberstufe eben mit verschiedenen Schwerpunkten. Und dann haben wir die in ein Klassenzimmer gepackt, einen Klassenlehrer davor gemacht. Also Klassenzimmer, so, ne, Sie kennen das, viereckige Raumdeckel drauf, vorne die Tafel oder bei uns auch ein Smartboard. Und dann müssen diese, naja, also bei uns sind es irgendwie 15 bis 18 Kinder typischerweise pro Lerngruppe, dann müssen die in der gleichen Zeit immer ja auch das Gleiche machen, typischerweise, was der Lehrer vorgibt. Und die Beobachtung, die wir machen, und das ist jetzt, komme ich so ein bisschen zu dem, was wir eigentlich anders machen wollen, Thema Unterricht, die Kinder sind ja nicht gleich. Und trotzdem erwarten wir in Schule eigentlich, dass die Kinder immer das Gleiche machen. Und sie sollen am Ende einer Lerneinheit, ja in Mathe meinetwegen Pythagoras, dann ja auch gerne die Mathe 1 schreiben. So, wir wissen alle, das funktioniert nicht. Und am Ende so einer Mathe-Einheit in Pythagoras haben auch manche eine 5 oder eine 6. Und da kann man sich fragen, was ist denn da passiert? Also eine Mathe 5 nach Pythagoras heißt ja nur, der kann es gar nicht. Jetzt ist die Frage, kann der Pythagoras nicht oder kann der vielleicht einfach auch nicht bruchrechnen? Oder fehlen ihm andere Dinge? Und jetzt stellen wir fest, dass wenn wir in einer 10. Klasse Kinder nur, weil sie zufällig gleich alt sind, zusammentun, dass wir als Pädagogen eigentlich scheitern. Ich sage das bewusst so hart, weil es in Wirklichkeit ein Scheitern ist und eine Mathe 5 am Ende des Pythagoras ist ein Scheitern des Systems. Vielleicht auch ein Scheitern des Schülers, das mag sein, wenn er faul war, oder ein Scheitern des Lehrers, wenn er irgendwie gar nichts gemacht hat, aber sehr untypisch. Am Ende, glaube ich, haben wir ein Systemproblem. Und was wir tun wollen, ist, dieses Fundamentalproblem, und das ist für mich die Klasseneinteilung, das mal aufzugeben. Das heißt, wir wollen den einzelnen Lernenden in den Mittelpunkt stellen und zum Akteur seiner eigenen Bildungsbiografie machen.
Das heißt also, wenn wir bei Mathe sind und wir stellen fest, der kann nicht bruchrechnen in der 10. Klasse, dann müsste der doch die Chance bekommen, das nochmal nachzuholen. Oder wenn wir, können ja auch andere Sachen nehmen. Nehmen Sie mal den Fremdsprachenunterricht, noch ein gutes Beispiel. Das ist in Schleswig-Holstein so, dass in der 10. Klasse, wenn Sie Spanisch machen, dann haben Sie 2 oder 3 oder 4 Jahre schon Spanisch gemacht als zweite Fremdsprache. Manchmal habe ich Kinder, die nehme ich ins Internat auf, da ist die Mutter zufällig Spanierin, der kann Spanisch. Manchmal nehme ich Kinder auf, die fangen mit Spanisch als zweiter Fremdsprache nochmal neu an. Und typischerweise packen wir die alle in den gleichen Kurs. Und das ist ja Quatsch, das würde ja noch nie mal eine Volkshochschule machen. Sondern wir würden doch gucken und sagen, okay, wenn so ein Schüler neu kommt bei uns, was kannst du denn schon in Spanisch? Also auf welchem Sprachniveau bist du? B1, B2 vielleicht, wenn sie diese Sprachniveaus im Kopf haben. Und dann macht es doch Sinn, so einen Schüler in einen Kurs zu stecken, der eben auch B2-Sprachniveau hat. Dann können die sich gemeinsam gut entwickeln. Und das können sie eigentlich für alle Fächer sinngemäß machen. Das heißt, was wir vorhaben in Lusenlund, ist dieses Klassenprinzip als fundamentales Organisationsprinzip von Schule aufzugeben und zu gucken, was braucht eigentlich der Schüler. Und das, was der Schüler oder die Konzepte, die wir jetzt anwenden wollen, sind 3 wesentliche. Das eine ist, wir bleiben, was auch unser Lehrplan vorsieht, schon im Grundsatz bei der Kompetenzorientierung von Unterricht. Also wir fragen uns, was ist eine Kompetenz, kann man zuerst mal fragen. Kompetenz ist die Fähigkeit, ein Problem oder eine Herausforderung in einem bestimmten Kontext zu lösen. Also, was weiß ich, die Kette im Fahrrad ist runtergesprungen, das ist das Problem. Und wenn ich kompetent bin, dann kann ich diese Fahrradkette reparieren in diesem Moment. Das heißt Kompetenzorientierung. Und das können Sie für jedes Fach und für jedes Lernmodul können Sie sich das überlegen. Und wenn man von dieser Kompetenz ausgeht, also was soll der Schüler am Ende eigentlich für Probleme damit lösen können, dann können Sie im Rückschluss sagen, gut, an welchen Inhalten möglicherweise kann ich denn das vermitteln? Welche Aufgaben gebe ich dem Schüler, dass er danach diese Kompetenz hat? Und das meint Kompetenzorientierung. Das heißt, alles, was wir tun, ist unter dem klaren Thema der Kompetenzorientierung. Das zweite Fundamentalprinzip, das wir künftig einsetzen, ist das, was wir modulares Unterrichtssystem nennen. Modulares Unterrichtssystem bedeutet die Flexibilität, Schüler eben jenseits von festen Klassenverbänden in Lerngruppen zu gruppieren, ihm auch Zeit zu geben, selbst zu lernen und so eben modular Dinge nachzuholen, die ihm vielleicht fehlen oder da, wo er besonders Stärken hat, besonders in die Tiefe zu gehen. Und das dritte fundamentale Unterrichtssystem oder Unterrichtskonzept ist der Flipped Classroom, der Inverted Classroom. Das sehen Sie schon im Hintergrund bei Herrn Hanke. Das wird der gleich ausführlich sagen, deshalb sage ich da nichts zu. Also Kompetenzorientierung, modulares Unterrichtssystem, Flipped Classroom sind unsere Fundamentalprinzipien. Wenn wir die Klassen auflösen und so arbeiten, heißt es, dass wir auch den Stundenplan auflösen. Das heißt, jeder Schüler hat eigentlich seinen eigenen Stundenplan. Es gibt Seminare, da ist klar, da trifft man sich auch künftig mit Lerngruppen, um gemeinsam was zu machen. Aber es gibt ganz viel Zeit, um auch selbstständig zu arbeiten. Wenn wir den Stundenplan auflösen, dann bekommen wir ganz neue Chancen. Das Theaterbild haben Sie gesehen. Aber jetzt nehmen Sie mal den Bereich Naturwissenschaften. Wir bauen jetzt Labore in Lusenlund und der naturwissenschaftliche Unterricht wird ausschließlich im Labor stattfinden, weil ich bin vom Beruf Physiker, der fundamentalen Überzeugung bin, dass naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinn eben im Experiment, im selber Ausprobieren, in diesem Hands-on-Begreifen im besten Wortsinne nur funktioniert. So, wenn wir im Labor arbeiten wollen, dann macht es keinen Sinn, irgendwie Dienstagvormittag zwischen 8 Uhr und 9.30 Uhr ins Labor zu gehen. Bis Sie das hergerichtet haben, ist der Unterricht wieder vorbei. Das heißt, naturwissenschaftlicher Unterricht wird künftig geblockt. Wir sprechen von Laborwochen oder Experimentalwochen. Und in einer solchen Woche haben die Schüler dann jeden Tag 6 Stunden Zeit, wirklich im Labor zu arbeiten, ganz, ganz intensiv in sich in solche Fragen hineinzugeben. In dieser Woche müssen sie nicht gleichzeitig noch einen Deutschaufsatz schreiben, ein Geschichtsreferat vorbereiten und einen Englischtest machen. Das machen sie in den anderen Wochen, wo sie eben nicht Naturwissenschaften haben. So, und das ist jetzt, mache ich auch einen Punkt, weil meine Zeit zu Ende ist, das ist so ungefähr die Grundidee, die wir haben. Also wir lösen ein Fundamentalübel, weshalb Schule aus meiner Überzeugung an vielen Stellen nicht funktioniert, auf. Das ist die Klassensortierung. Wir ersetzen sie durch ein modulares Unterrichtssystem im didaktischen Ansatz des Inverted Classrooms. Und wir haben damit die Chance, individuelle Stundenpläne zu machen und Fächer, Themen, die uns geeignet sind, zu blocken. Und die Frage ist, wenn man das macht und ich das Klassenzimmer wegnehme, und das haben Sie jetzt schon verstanden, das brauche ich nicht mehr. Wir brauchen hier keine Klassenzimmer mehr. Wir haben keine Klassen mehr. Aber was dann? Und die Ideen, die wir da entwickelt haben, da sind wir sehr froh, dass wir gute Partner wie Flirt Otto oder natürlich eben Hohenlohe oder Walter haben, das haben wir mit Ihnen gemeinsam gemacht und das werden die Kollegen im Folgenden sich nochmal zeigen. Vielleicht soweit von mir als pädagogische Grundüberzeugung, also die Klassen weg, damit auch die Klassenzimmer weg,
andere Räume, um das pädagogische Konzept, was ich Ihnen beschrieben habe, umzusetzen. Und wie die aussehen und wie das geht, erfahren Sie jetzt. Ja, vielen Dank für diese wahrhaft visionäre Vision. Es begeistert mich da auch immer noch. Ich durfte ja 3 Jahre das Vergnügen haben, in Luisenlund bei Peter Rösner zu arbeiten. Und es begeistert mich doch immer noch. Ich bin daher auch sehr gespannt, wie das alles weitergeht. Es stellt sich die Frage, wenn die Bildungswege so individualisiert werden, wie kollidiert es denn dann nicht mit den zentralisierten Abschlussprüfungen? Das habe ich jedenfalls schon von vielen Schulen als Gegenargument gehört. Also wir glauben nicht. Erstens muss man nicht in jedem Fach Abitur machen. Es gibt die Kernfächer Deutsch, Mathe, Englisch und es gibt hier bei uns ein Profilfach und ein weiteres Prüfungsfach. Da muss man sehen, dass man am Ende da ankommt, wo man ankommen will. Aber dass man, also sagen wir mal so, wenn man so ein zentrales Ziel hat, also ich kann, glaube ich, entweder muss ich festlegen, wie viel Zeit gebe ich jemand, also nimm einen Läufer oder nimm, also du gehst zum Joggen sozusagen. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ich möchte, dass alle am Ziel ankommen, dann ist klar, sie werden ein bisschen unterschiedliche Zeit brauchen, weil nicht jeder gleich schnell laufen kann. Oder aber ich sage, sie laufen alle genau eine halbe Stunde. Dann ist aber klar, sie werden nicht alle am gleichen Ziel ankommen. Und ich glaube, wir müssen einmal den Mut haben, das zuzugeben. Also wenn wir sagen, es sollen am Ende alle die Anforderungen fürs Abitur erfüllt haben, was ja bisher überhaupt nicht passiert, weil ja wir jedes Jahr auch wir Schüler haben, die das Abitur durchfallen. Also offensichtlich reichen dann 12 Schuljahre nicht, um da anzukommen. Also wir müssen den Mut haben zu sagen, erstens werden nicht alle gleichzeitig an diesem Ziel ankommen. Das heißt, es wird manche brauchen, die vielleicht individuelle Wege gehen und die einzelnen Bereiche vielleicht länger brauchen und andere schneller sind. Und wir müssen, glaube ich, auch den Mut haben, mal zu sagen, dass es ein wirklicher Irrglaube ist, dass jeder Abiturient am Ende das Gleiche kann. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Sondern wenn man das sich einmal klar macht und den Mut hat, das auch zu formulieren, dann würden wir sagen, in den Fächern, wo es am Ende eine zentrale Prüfung gibt, da ist der Anspruch schon, dass wir ankommen, aber da haben wir dann auch die Zeit, glaube ich, hinzukommen. Und in den Bereichen, wo wir Schüler haben, die sich eben überhaupt nicht interessieren, ja, dann lass es doch einfach bleiben oder mach halt wirklich nur die Grundlagen. Und in den Bereichen, wo du dich super interessierst, wo deine Stärken sind, da hast du richtig viel Zeit und da kannst du richtig Gas geben, weil das ist das, womit du dich später vielleicht in deinem Leben auch auszeichnen wirst. Ja, vielen Dank. Klar ist ja eben, wie auch schon angesprochen, wenn die Bildungswege individualisiert werden, dann muss sich auch an der didaktischen Vermittlung etwas ändern. Und da hat sich Luisenlund Verstärkung geholt. Herr Professor Handke als Berater, der diese ganze pädagogische Vision sozusagen mit didaktischen Innovationen begleitet. Und da sind wir jetzt sehr gespannt, darüber Näheres zu hören. Ja, ich grüße Sie aus Marburg und freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf, so ein innovatives Konzept in jeder Hinsicht, was in Luisenlund ja nicht nur im Entstehen ist, sondern schon in vielen Bereichen entstanden ist, mit zu begleiten. Und Sie sehen dort auch in der Mitte der Inverted Classroom in Luisenlund. Das ist eine Kachel zu einem Kurs, zu dem ich später noch etwas sagen möchte. Ich habe folgendes Ziel. Ich möchte Ihnen anhand von zentralen Thesen unser digitaldidaktisches Modell vorstellen und möchte dann auch eine Überleitung schaffen zu eventuellen Forderungen an die Architekturen, die allerdings, das kann ich jetzt schon sagen, in Luisenlund in großem Maße ja schon erfüllt sind. Beginnen wir mal mit einer zentralen These, die uns begleitet hat bei der Erstellung digitaler Lehr- und Lernmaterialien. Wir sind der festen Überzeugung, mit wir meine ich nicht nur Herr Rösner und mich, sondern auch die Lehrenden von Luisenlund, dass die Erschließung von Wissensmengen, also von Grundlagenwissen, heute im 21. Jahrhundert asynchron und selbstgesteuert ist. Asynchron heißt also zu einer beliebigen Zeit von einem beliebigen Ort aus selbstgesteuert. Wissen muss nicht mehr vermittelt werden, indem jemand frontal vor einer Klasse steht. Und wie gesagt, es geht um Grundlagen. Es geht nicht um diskursive Lehrveranstaltungen, Laborveranstaltungen. Es geht um die Vermittlung des grundlegenden Wissens aller Fächer. Die zweite These besagt, dass die Vertiefung von Wissensmengen, dass es eine zweite Phase geben muss, um diese Wissensmengen zu vertiefen. Und die ist synchron, das heißt zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort und sie wird begleitet von professionellem Lehrpersonal. Sie sehen das in der zweiten Box. Die Inhalte, die dort zum Tragen kommen, sind jetzt digital nach wie vor, aber auch analog, auf Papier zum Beispiel. Die Inhaltsvertiefung ist das Ziel und das Ganze wird begleitet.
Aus diesen beiden Thesen ergibt sich nahezu automatisch ein Lehrmodell, dem wir eigentlich gar nicht entringen können, das ich hier abgebildet habe. Es besteht aus zwei Phasen. Phase 1 ist die selbstgesteuerte Inhaltserschließung mit digitalen Materialien. Und Phase 2 ist die Inhaltsvertiefung. Und wir haben ja vorhin schon gehört von Herrn Rösner, wir nehmen gleich den Luisenlunder Begriff dazu, die findet in einem Seminar statt, in Präsenz. Dieses System nennt man auch den umgedrehten Unterricht, weil ja die Aktivitäten, die in Phase 1 stattfinden, früher in einem Klassenraum stattfanden und die, die in Phase 2 stattfinden, außerhalb stattfanden. Das waren die Hausarbeiten. Das haben wir also umgedreht. Und nun kann man anhand dieses zentralen Modells eine Reihe von Varianten identifizieren, die alle auf der Basis dieser digitalen Materialien in Phase 1 definiert werden können, nämlich der eingesetzten Lehrmittel. Das einfachste Modell nennt man den Flipped Classroom. Dort ist man der Meinung, dass man mit einfachen Lehrvideos Inhalte vermitteln kann. Die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, sich ein Video anzuschauen und in einer zweiten Phase vertieft man das über das Video erworbene Wissen im Seminar. Hier kommt die dritte These ins Spiel, die ich seit 2012 vertrete und ich habe sie ganz bewusst auf Englisch angelegt, weil das so schön knackig und prägnant ist. Learning is not just video. Es reicht nicht aus, einfach nur ein Video bereitzustellen und zu sagen, so schaut euch das an und schon seid ihr klug und ihr wisst alles. Das funktioniert überhaupt nicht. Und deswegen muss man die Lehrmittel in der Phase 1 sehr stark erweitern. Sie sehen hier mein Symbol für multimediale Elemente, Texte, Videos, Animationen, Simulationen und Bilder. Also möglichst einen großen Mix von digitalen Elementen. Und das Ganze wird über ein Learning Management, ein LMS, präsentiert. Wir brauchen dann ein System, das diese Dinge an die Schüler oder auch die Studenten an den Hochschulen ausliefert. Das Learning Management System in Luisenlund heißt Lund Moodle und ist seit April bereit dafür, diese Inhalte so aufzunehmen. Wenn man sich dieses Modell jetzt anschaut, dann stellt man natürlich sofort die Frage, klappt das denn überhaupt? Können wir davon ausgehen, dass die Schüler in Phase 1 die Inhalte sich selbst aneignen und die dann auch drauf haben, bevor sie in das Seminar kommen? Wir sind der Meinung, dass das nicht unbedingt der Fall ist und haben eine nächste These hinzugefügt. Die Inhalte in Phase 1 müssen vor Phase 2 gemeistert sein. Ich habe ganz bewusst das Wort gemeistert genommen, weil das auf Englisch Mastery heißt. Und wir haben uns überlegt, und ein System einzusetzen, was ich selbst in der Hochschule schon seit 10 Jahren im Einsatz habe, nämlich das Inverted Classroom Mastery Modell. Und das führt nun zusätzlich, Sie sehen das hier an diesem roten Logo, das ich bereits aus Lund Moodle entnommen habe, das Logo für einen Mastery-Test, einen elektronischen Test, mit dem die Schüler ihr Wissen dokumentieren und den Lehrern, die eigentlich in Phase 2 ja gar keine Lehrer mehr sind, sondern Lerncoaches, die Begleitpersonen sind, damit die wissen, wie gut sind meine Schüler vorbereitet. Das ist das Inverted Classroom Mastery-Modell. Das würde eigentlich reichen, hatten wir selbst gedacht. Und dann haben Herr Rösner und ich selbst eine intensive Diskussion über Weihnachten geführt und haben gesagt, wäre es denn nicht gut, wenn wir noch eine fünfte These hinzunehmen würden, nämlich die These, dass in Phase 1 eine Begleitung durch die Lehrkräfte von großem Nutzen sein würde. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass das in der Tat so ist und haben in der Phase 1 etwas bundesweit Einzigartiges hinzugefügt, nämlich die Studio Time. Eine zusätzliche Begleitung im Selbstlernprozess durch die Lehrkräfte in Luisenlund. Und das führt nun dazu, dass wirklich die Schüler in der Phase 1 auch während des Tests zum Beispiel Beratung in Anspruch nehmen können, aber nicht müssen. Und das ist, glaube ich, genau der richtige Weg, den wir jetzt haben. Dieses Modell ist das Luisenlunder erweiterte Inverted Classroom Mastery Model und es ist die Grundlage für die digitale Didaktik. Um die zu verwirklichen, brauchen wir Räume, physikalische Räume, denn es ist ja nicht nur das Selbstlernen, was hier drin vorkommt. Und ich habe die mal grün umrahmt. Wir brauchen Räume für das selbstgesteuerte Lernen, wir brauchen Räume für die Studio Time und wir brauchen physische Räume für das Seminar.
Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Die physischen Lernräume, also auf der einen Seite für die Ermöglichung des selbstgesteuerten Lernens, die gibt es ja bereits. Ich habe hier zwei Fotos mitgebracht aus Luisenlund. Oben sehen Sie Schüler, die im Kutterschuppen an der Seite sitzend auf einem Sofa sich selbst damit beschäftigen, irgendwelche Inhalte zu bearbeiten. Und unten sehen Sie sozusagen die DNA von Luisenlund, die Grundstufe, wo die Schüler ja bereits mit dem Selbstlernen von Anfang an, von der Pike an, vertraut gemacht werden. Also die Ermöglichung des selbstgesteuerten Lernens, da muss eigentlich gar nicht mehr viel geschehen. Das gibt es bereits in Luisenlund. Ja, und die Ermöglichung des kollaborativen Lernens, Studio Time und Seminar, auch die gibt es bereits. Die oben ein Foto aus einem Selbstlernprozess, aus dem Kutterschuppen in Luisenlund, wo ich im Februar Schüler genau in dieser Situation habe fotografieren können. Und unten ein Begriff, den Sie auch bei Herrn Suhr im Hintergrund sehen, der Makerspace. Und ich selbst habe ja schon die Roboter eingeführt in Luisenlund. Hier sehen Sie einen solchen Makerspace in meinem Team an der Philipps-Universität Marburg, das sogenannte Robotikum. Und die Makerspace-Idee ist natürlich grundlegend, auch gerade für das neue Gebäude, was in Luisenlund entsteht. Und damit haben wir im Prinzip das i-Tüpfelchen. Das letzte i-Tüpfelchen, bevor ich fertig bin, ist das Catering. Man darf das nicht vergessen. Catering in den physischen Lernräumen ist ganz wichtig. Aber auch hier ist ja Luisenlund bereits wunderbar vertreten, sodass ich damit am Ende bin. Ihnen danke für Ihre Aufmerksamkeit und nochmal hinweisen möchte auf den Online-Kurs der Inverted Classroom in Luisenlund, der derzeit mit fast 100 Teilnehmern läuft. Das sind vorwiegend die Eltern und ich finde es ein sehr gutes und richtungsweisendes Konzept, den Eltern zu ermöglichen, in die Rolle von Schülern zu schlüpfen und das asynchrone digitale Lernen dort zu erproben. Ich hoffe, dass damit das didaktische Konzept erklärt ist. Ich bin eine Minute länger gewesen, aber gut, das sollte in Ordnung sein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist wunderbar. Vielen Dank, Herr Handke. Das ist ja auch wichtig genug, dass man da etwas ausführlicher drüber spricht. Hier stellt sich die Frage, bei der Erstellung dieser Inhalte, dieser Lerninhalte, sind Sie ja sicherlich auf die Lehrkräfte angewiesen, die ja ihren ganzen bisherigen Unterricht einmal völlig über den Haufen werfen müssen und dann ja auch das ganze Material digitalisieren. Wie ging denn das in Zeiten, wo Lehrer doch sowieso immer zeitlich sehr herausgefordert sind, dann ja auch noch die Mehrbelastung durch Corona und jetzt kommen Sie und sagen, wir machen den Unterricht jetzt digital und inverted. Wie konnten Sie denn da die Lehrkräfte dafür gewinnen? Da sprechen Sie das zentrale Problem, was in ganz Deutschland alle Bildungseinrichtungen beschäftigt, an. Es ist in der Tat so, die Erzeugung der Inhalte ist die größte Hürde. Dazu gibt es ein paar Voraussetzungen. Voraussetzung 1 ist, dass die Leitung einer Institution hier mitspielt, und zwar alle, nicht nur der Rektor, sondern sein gesamtes Team und vertrauensvoll mitspielt, auch Fehler deckt. Und ich glaube, diese Konstellation haben wir nicht, weil Herr Rösner jetzt in dieser Zoom-Konferenz neben mir sitzt, sondern die haben wir einfach in Luisenlund und die habe ich so in dieser Form bisher noch nirgendwo erlebt. Genau deswegen habe ich auch zugesagt, hier als Berater zu fungieren, weil ich weiß, die Unterstützung ist da. Das Zweite ist natürlich, wir brauchen eine Plattform. Wir haben das geschafft, in sehr, sehr kurzer Zeit, dank der IT-Unterstützung von Luisenlund, diese Plattform aufzusetzen, die auch den Lehrern Spaß macht. Es reicht ja nicht, da einfach nur so eine schmucklose Plattform zu erzeugen. Und das Dritte sind die Lehrer selbst. Ich berate sie ja auch individuell und vor Ort. Wir hatten im April eine sehr intensive Woche, wo die ersten Lehrmaterialien angelegt wurden. Und jetzt geht's voran. Wir basteln an den Inhalten und da gibt es zeitliche Ziele, die wiederum die Leitung definiert und wo ich dann begleiten darf. Und ich bin mir sicher, dass wir das schaffen. Das wird vielleicht an einigen Ecken noch etwas haken am Anfang, aber da wird die Zeit sprechen, denke ich. Das wird klappen. Ja, sehr schön ist ja auch, dass die Eltern das tatsächlich mal zuerst ausprobieren und damit auch eben verstehen, was mit ihren Kindern da passiert. Das bringt mich nochmal zu einer Frage zurück an Herrn Rösner.
Wie sind denn generell die Meinungen der Eltern dazu, die ihre Kinder an solch einem Experiment teilhaben zu lassen? Weil das ist es ja doch, nicht? Und wenn einer Medizin studieren möchte und braucht für den Numerus Clausus da eine 1,0, das Kind kriegt jetzt aber aufgrund dieses Experimentes ein 2,5 im Abi, dann ist ja damit doch irgendwie das ganze weitere Leben beeinflusst. Was sagen denn die Eltern dazu, dass die Schule am offenen Herzen so ein Experiment vornimmt? Also ich würde, glaube ich, an der Stelle, obwohl ich Physiker bin, nicht von Experiment sprechen. Also was wir hier tun, hat nicht nur Herr Handke ja seit vielen Jahren gemacht, sondern es gibt da durchaus auch andere Länder, in denen das Inverted Classroom-Modell eingeführt ist. Es gibt eine ganze Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen dazu zur Wirkung. Also das klappt schon, das ist kein Experiment. Es ist nur flächig in Deutschland nicht präsent, das muss man klar sagen. Aber ich, den Eltern sage ich in der Regel ein Beispiel. Ich mache das mal mit dir, lieber Dirk. Spielst du Klavier? Nein. Okay. Nehmen wir an, du würdest jetzt Klavier spielen lernen wollen. Was würdest du tun? Da würde ich mir wohl einen Klavierlehrer suchen. Ja, einverstanden. Und dann hörst du ihm zu und glaubst du, dass du es dann lernst? Nein, da müsste ich wohl selber Klavier spielen. Das ist der entscheidende Hebel. Es ist sofort klar, dass wenn du ein Instrument lernen möchtest, wenn du im Sport es zur Meisterschaft bringen willst, das hat schon einfach ganz viel mit Üben, mit Trainieren, mit, wo ich mal sage, ein aktives Verb, Lernen als aktives Verb. Also man muss Vokabeln, du kannst nicht sprechen, wenn du nicht selber die Vokabeln gelernt hast. Und du lernst eben so wenig, wie du Klavier spielen lernst, indem du einem guten Klavierlehrer zuhörst. Du musst es halt schon selber tun. So lernt man eben auch nicht Mathematik oder Geschichte oder Englisch, indem man einem guten Englischlehrer zuhört. So, und das haben die Eltern, das ist ja auch klar, also da gibt es gar nichts zu verstehen, das ist ja irgendwie die Alltagserfahrung, die wir alle Menschen machen. Das, womit wir uns selber intensiv beschäftigt haben, das können wir. So, und Schule macht normalerweise das nicht, sondern in der Schule setzt du dich, guck mal, manche Klassen hier haben also so einen 10-Unterrichtsstunden-Tag, nicht jeden Tag, aber das kommt vor, dass du wirklich 10 Mal eine Dreiviertelstunde am Stück, Mittagspause, Pausen einverstanden, aber im Prinzip 10 Stunden Geschichte, Englisch, Deutsch, Mathe, Sport, Kunst, am Stück Unterricht hast. Das hält doch kein Mensch aus, davon lernen wir doch nicht. Also offensichtlich lernen wir davon nicht. Das heißt, wir brauchen doch andere Zugänge, wie unser Lernen funktioniert. Wir wissen halt heute, na guck mal, die Schulpflicht, wie wir das heute machen, ist eingeführt vor etwa 150 Jahren, als Bismarck die Schulpflicht eingeführt hat. Und die Methodik von Unterricht hat sich nicht verändert. Jetzt letzter Schwank und dann will ich nicht zu viel Zeit wegnehmen. Als ich das zum ersten Mal meiner Ministerin Karin Prien erzählt habe, was wir hier vorhaben, die ich sehr schätze und die das sehr, wirklich sehr, sehr mit großem Interesse begleitet, was wir hier machen in Schleswig-Holstein, da sagte sie, Herr Rösen, ich glaube nicht, dass Sie das machen können. Sie können doch die Klassen auflösen. Sag ich, warum denn eigentlich nicht? Und dann sagte sie, sie würde das mal prüfen. Dann hat mich einige Wochen später dann der Chefjurist, der Grundmann, den ich ebenfalls sehr schätze, angerufen und gesagt, Herr Rösen, ich glaube, Sie können es doch mal. Sag ich doch. Und dann haben wir festgestellt, es gibt weder eine Verordnung noch ein Gesetz in Schleswig-Holstein jedenfalls, dass die Schulen verpflichtet, in Klassen zu arbeiten. Das hat man nur immer so gemacht, weil es eben war vor 150 Jahren. Sage. Ob das vernünftig ist, hinterfragt ja keiner. Wir haben ein paar Herausforderungen, das will ich nicht verhehlen, das wäre wahrscheinlich ein eigener Workshop. Die Frage ist zum Beispiel, wie geht denn eigentlich Lehrerarbeitszeit? Ja. Wenn ich also nicht mehr in klassischen Unterrichtsstunden und Klassen denke, sondern wenn ich in individuelle Betreuung denke, wenn ich in Laborzeiten denke. Da sind schon ein paar Nüsse zu knacken. Das, glaube ich, geht alles und auch das erfinden wir nicht neu. Da kann man ein bisschen international gucken, was gibt es denn sonst. Und Deutschland und Österreich übrigens sind die einzigen Länder, die noch in Deputatsstundenmodellen arbeiten, was schon wirklich echt anachronistisch ist. Aber wir tun es trotzdem. Insofern muss man immer auch sehen, was gibt es da für Alternativen, wo kann man es besser machen. Ja. Also die Eltern verstehen das. Die sind ganz, ganz froh, dass wir so intensiv darüber nachdenken, wie wir Lernen und Lehren eigentlich für die Zukunft besser gestalten können. Ja. Prima, vielen Dank. Jetzt klang ja schon in beiden Beiträgen an, dass wir dann natürlich auch, wenn wir die Klasse auflösen, kein Klassenzimmer mehr brauchen. Also wir brauchen es nicht, wenn wir die Klasse auflösen und wir brauchen es auch nicht, wenn die Kinder im Inverted Classroom die Wissensaneignung individuell und asynchron durchführen. Die Frage ist, was brauchen wir denn dann für eine Schule, wenn wir keine Klassenzimmer mehr brauchen? Und da hat die Firma Flöth Otto Learning Spaces für die Juniorenstufe in Luisenlund eine wunderbare Lernscheune ausgestattet und konzipiert, auf der das Lernen jetzt eben ohne Klassenzimmer funktioniert. Und wir freuen uns sehr, dass Herr Abel das Prinzip heute hier vorstellen wird. Entschuldigung, Dirk, lass mich noch einmal reinspringen, weil ich gerade in F&A gelesen habe.
dass ein Kollege, Herr Wagner-Uhl, geschrieben hat, dass in Baden-Württemberg viele Gemeinschaftsschulen in einer ähnlichen Organisationsform waren. Das stimmt tatsächlich. Ich war vor einigen Wochen in der Alemannenschule in Wutöschingen, die vielleicht bekannt ist als einer der Schulpreisgewinner. Vor 3 Jahren oder 4 Jahren gefühlt haben die den gewonnen. Insofern auch das widerspricht so ein bisschen dem experimentellen Ansatz. Also es gibt auch in Deutschland natürlich Schulen, die so arbeiten. Wobei in der Konsequenz der Umsetzung, da glaube ich, also da sind wir, glaube ich, sehr weit vorne. Aber es gibt in der Tat eine Reihe Schulen, die ähnliche Modelle machen oder anwenden und damit auch sehr erfolgreich sind tatsächlich. Entschuldigung, das wollte ich mal einmal sagen. Ja. Herr Abel, die Lernlandschaft in der Lernscheune. Ja, genau. Also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank an alle, die dabei sind. Vielen Dank für die Einladung, dass wir uns auch von FlötAuto und FlötAuto Learning Spaces hier präsentieren können und auch unseren Beitrag dazu leisten können. Angesprochen wurde ja schon vieles, speziell eben auch durch Herrn Suhr eben und auch durch Herrn Rösner. Die Lernscheune wurde 2020 im August fertiggestellt, ist ein altes Gebäude auf dem Gelände der Stiftung Luisenlund, so sieht sie von außen aus und entspricht genau dem oder leistet genau das, was bisher schon angesprochen wurde, sozusagen gebündelt. Ich habe hier mal so einen kleinen Einblick, so einen Querschnitt mit beigepackt, dass man mal sehen kann, wie es ungefähr aussieht. Grundsätzlich gibt es einen Garderobenbereich, wenn man reinkommt. Das heißt, die Schuhe werden ausgezogen, genauso wie die Garderobe. Es wird alles da gelassen. Und dann haben wir vorne sozusagen eine Lazy Lab. Da kann man sich ausruhen, beziehungsweise auch lernen, wenn man möchte, für die Schülerinnen und Schüler. Dann haben wir maßgeblich diese große freie Lernlandschaft. Sozusagen jahrgangsübergreifend wird gearbeitet. Wir haben die Juniorenstufe Jahrgang 5 bis 8. Hier werden immer die Jahrgänge 5 und 6 und 7 und 8 zusammen lernen. Das passiert natürlich nur. Und jetzt kommen wir ins Spiel mit flexiblen Möbeln, die man in die Arbeit zurechtrücken kann. Hier mal ein kleiner Einblick. Man sieht hier schon, dass hier alleine gearbeitet wird, aber auch mal in kleinen Gruppen. Die Schüler und Schüler haben jeweils alle einen Laptop dabei. Und hier im Hintergrund sieht man Schränke. Da gibt es dann für jeden Schüler 4 Gradnetz-Boxen. Da kann man die mal ein bisschen besser sehen, die man dann mit an den Arbeitsplatz nehmen kann. Unter den Tischen sind jeweils Schienen, wo man genau diese Boxen dann im Unterrichtsfall bzw. im Lernfall dort platzieren kann. Was man auch schon schön gut sehen kann, sind diese Arbeitsplatztrenner, die auch gleich schallabsorbierend sind. Die können selbstständig von den Lernenden eingesteckt, hier sieht man das mal, hochgezogen werden. Und dann, wenn man sozusagen einen größeren Arbeitsbereich schaffen möchte, auch in Schränken oben platziert werden. Hier sieht man das mal, oben stehen die. Firma FlötAuto war hier sozusagen ausführend nach den gemeinsamen Überlegungen mit Herrn Rösner und der Schule zusammen, was da an Tischformen und Neuerungen gemacht werden kann. Wir haben jeweils immer Tische mit Rollen, die Vorbereitung für die Akustikabsorger und Aufnahmeschienen für Boxen. Hier sieht man das nochmal ganz schön. Dann haben wir als zweites flexible Arbeitsplatztrenner. Die kann man sich individuell hinstellen, platzieren, um Arbeitsplätze abzugrenzen oder eben auch eine gewisse Distanz zu schaffen. Hier haben wir die mal in Rot. Da stehen sie geparkt und hier sieht man auch nochmal schön die Boxen unten in den Schränken. Genau. Dann haben wir noch ganz normale Einzelarbeitsplätze sowie speziell entwickelte Fünfecktische, die man auch zu Einzelarbeitsplätzen und mit Einzelarbeitsplätzen oder eben halt zu Gruppenarbeitsplätzen zusammenstellen kann. Auch die Stühle sind hier teilweise von Firma FlötAuto. Wir haben einmal einen ganz normalen Drehstuhl mit Gleitern ausgestattet, ohne Rollen. Und für den Lehrerarbeitsbereich bzw. für den Lehrerbereich jeweils Stühle mit einem Drehgestell und Polster. Genau, das war's von meiner Seite. Vielen Dank. Ja, vielen Dank dafür. Dass auch das eben sehr beeindruckend. Da möchte ich auch Herrn Rösner noch mal eine Frage dazu stellen. Was sagen denn da die Lehrkräfte dazu, die ja dort ganz anders agieren müssen? Also erstens, funktioniert das? Und zweitens, was sagen die Lehrer dazu, die dort unterrichten bzw. Lernbegleiter sein sollen? Also tatsächlich erfährt der Beruf des Lehrers in Luisenlund gerade eine wirklich fundamentale Veränderung. Und der Lehrer wird eben von
sagen wir, von eher dem Wissensvermittler, was man typischerweise im Klassenzimmer ja tut. Und ich weiß schon, kann man auch bindendifferenziert und natürlich auch schülerzentriert arbeiten. Aber am Ende ist es eben doch die lehrergesteuerte Wissensvermittlung, die im Vordergrund steht im Klassenzimmer. Da würde ich jetzt zum Lernbegleiter, hast du richtig beschrieben, der eher an der Seite der Schüler steht. Oder wenn man an so Seminare denkt, wo man mit kollaborativ komplizierte Aufgaben erledigt, in die Interpretation geht, größere Zusammenhänge herstellt, da ist er der Vermittler auch vielleicht von verschiedenen Meinungen und Ansichten der Schülerschaft. Insofern ja, die Rolle des Lehrers ändert sich ganz stark. Als ich das meinen Lehrern zum ersten Mal erzählt habe, was für Möglichkeiten vielleicht auch hätten zu arbeiten, da haben die schon zuerst sehr fragend geschaut. Aber im Verlauf der letzten Jahre, das ist ja nicht eine Veränderung, die irgendwie vom Himmel fällt, sondern wir arbeiten da ja seit 5 Jahren eigentlich immer weitergehen an diesem Thema und zum nächsten Schuljahr setzen wir es eben dann vollumfänglich um. Das ist vielleicht das, was jetzt passiert. Haben die Lehrkräfte für sich, also sag mal, ich habe eine, also wenn du jetzt hier bist in meiner Schule, dann ist das eine Aufbruchstimmung, die eher an ein Start-up erinnert als an eine 70-jährige tradierte Schule. Weil die Lehrer sagen, naja, das ist eigentlich, wenn Sie sich erinnern, weshalb Sie mal Lehrer werden wollten, naja doch, weil Sie doch Lust hatten, mit jungen Menschen zu arbeiten. Und zwar gerne auch an dem Thema, das Sie selber interessiert, sei es die Physik oder die Kunst oder was immer sein mag. Und die Art, so zu arbeiten, also der Begleiter an der Seite zu sein, der Vermittler zwischen den heftigen Diskussionen in so einem kollaborativen Setting, kommt dem, was den Lehrer selber erfüllt, doch viel näher. Also wenn du vor so einer Klasse stehst, wo die Hälfte irgendwie abgeschaltet ist und das nicht verstanden hat und da fehlen dir wieder die Grundlagen und dann musst du wieder eines schneller, der nächste ist langsamer, das ist doch auch für Lehrer total unbefriedigend. Sodass wir heute sagen, wir freuen, und das glaube ich, spreche wirklich mit wir für alle meine Lehrkräfte, wir freuen uns total darauf, dass wir die Möglichkeit haben, viel, viel stärker mit in die Interaktion mit dem einzelnen Schüler zu gehen. Die Faszination, die uns ja selber ausmacht als Lehrkräfte für die Themen, die uns ja selber interessieren, mitzunehmen auf diesem Weg der Faszination. Also das heißt, wir haben da eine andere Rolle, eine fundamental andere Rolle, aber die erfüllt uns wirklich mit großer Freude und ich glaube, wenn wir es jetzt auch umsetzen, mit deutlich mehr Zufriedenheit im Beruf, als das der tradierte Klassenunterricht ist. Gibt es auch schon Reaktionen von den Schülerinnen und Schülern? Also in der Tat, das hat Herr Handke auch schon gesagt, wir haben eine kleine Grundschule, die arbeitet seit 5 Jahren genauso. Das heißt, die Grundschüler, die wir haben, die arbeiten alle so. Wir haben die Juniorenstufe, die seit 2 Jahren so arbeitet. Das ist die Lernscheune, die Herr Abel gerade gezeigt hat. Das ist 2 Jahre alt, dieses Gebäude. Und wir haben neben dem klassischen Gymnasium auch eine International, also eine Ivy World School, also internationalen Zweig, die arbeitet seit 1 Jahr so. Das heißt, wir haben also immer versucht, kleine Einheiten, die eigentlich für sich abgeschlossen sind, in dieses neue System zu überführen. Die Besonderheit ist, dass bei uns der von der Schülerzahl her der große Schwerpunkt eben ab 9. Klasse dann in die Oberstufe geht, weil halt Internat da vor allem stark ist. Und diese Veränderung kommt jetzt zum nächsten Schuljahr, weil wir dafür dann eben doch auch neue Gebäude gebraucht haben, weil mit einem tradierten Flurklassenzimmer, die wir auch hatten, geht es eben nicht. So, das ist die Veränderung. Das heißt, wir haben aber die Situation, dass eben die Lehrkräfte, auch die jetzt hier sind, der sukzessive sich erarbeitet haben. Und wer jetzt sich das mal anschauen möchte, das passiert auch, der kann mal im IB zuschauen oder mal in der Juniorenstufe in die Lernscheune gehen und sagen, wie machst du das jetzt eigentlich? Wie interagierst du denn? Und da zuschauen und beobachten. Sodass es schon also nicht ein abrupter Übergang ist, sondern eine Rampe, die wir fahren, die aber dann im nächsten Jahr eben dann vollumfänglich abgeschlossen ist. Herr Sohr, wenn Sie gestatten, würde ich noch auf Herrn Abel noch was antworten. Und zwar, ich werde oft gefragt durch meine Zusammenarbeit mit Luisenlund. Ich komme ja von einer klassischen staatlichen Universität, die im digitalen Bereich, würde ich sagen, doch sehr überschaubar arbeitet und da werde ich immer gefragt, was können eigentlich die staatlichen Einrichtungen von Luisenlund mitnehmen? Und ich habe bei Ihnen eben eine Kleinigkeit entdeckt, die ich unbedingt nennen möchte. Ich wurde immer gefragt, was können die denn mit ihren Architekturen machen? Die haben die alten Sitzreihen, die haben diese Klassenräume, die haben Hörsäle, alles Modelle, die Architekturen, die in der heutigen Zeit ja eigentlich ausgedient haben. Und Sie hatten auf einer Folie sehr interessant etwas gezeigt, was ich auch immer sage, baut doch Rollen unter eure Tische. Und das ist genau eine Möglichkeit, wo man auch mit finanziellen, überschaubaren Aufwand, glaube ich, eine Lösung schaffen kann, dass man wenigstens diese klassischen Räume so ein bisschen herrichten kann. Und wenn es nur für 60 oder 90 Minuten ist, ich glaube, das kann man nur gut noch wieder betonen. Ja. Luisenlund braucht die Rollen nicht, beziehungsweise aber
meine Universität hätte sie gut brauchen können. Ja, vielen Dank. Meldet sich ja nochmal Herr Wagner-Uhl im Chat, dass es natürlich auch an anderen Gemeinschaftsschulen schon vergleichbare Modelle gibt, nachzulesen auf der Webseite der Schule www.schule-neuenstein.de, dort entsprechende Raummodelle und Filmeinblicke. Natürlich gibt es auch schon an anderen Schulen derartige Modelle, aber was eben aus unserer Sicht, aus der Sicht der Firma Hohenlohe und dem Veranstalter dieses Bildungslunches so einzigartig ist, ist, dass hier die pädagogische Vision, das didaktische Konzept, die allgemeinen Unterrichtsräume und jetzt zum Schluss, wie mein Kollege Alexander Biller vorstellen wird, eben auch die MINT-Labore außerhalb des Fachraumes stattfinden. Gerade im MINT-Bereich findet man häufig noch klassische Biologie-, Chemie-, Physikräume mit entsprechenden Vorbereitungen und Sammlungen. Und hier haben wir mit Luisen Lund zusammen und unbedingt zu erwähnen auch mit Thomas Lagwa von der Agentur Wonder Labs, der das Ganze von Anfang an begleitet hat und sicherlich auch ein wichtiger Mitspieler in dieser ganzen Konzeption war, eben auch mal die naturwissenschaftlichen Bereiche neu gestaltet. Und das wird jetzt Alexander Biller vorstellen. Herzlichen Dank, lieber Dirk. Und als Architekt, da schlägt ja wirklich das Herz doppelt, wenn man so ein Grundstück hat, so tolle Bestandsgebäude und in dem Filet-Areal einen Neubau hinsetzt, da muss man natürlich mit hohem Fingerspitzengefühl als Architekt rangehen. Was ist verträglich? Wie muss das aussehen? Und da muss ich sagen, es hat mich von Tag 1, als wir dabei waren, begeistert, wie die Gebäudearchitektur konzipiert ist. Und ich würde jetzt direkt mal meinen Bildschirm teilen und in diesen Neubau und damit auch in die Naturwissenschaften reinspringen. Prima, die Naturwissenschaften, muss ich gerade hier mal klicken. Genau, hier sieht man jetzt schon mal eine Visualisierung der Neubauten. Und da finde ich vom Charakter schon, wenn man drauf schaut, ist es ja genauso das Heimliche, dieses Symbol des Hauses, also wie zu Hause. Das finde ich schon mal architektonisch eine ganz tolle Botschaft, die transportiert wird. Und man sieht, und es ist relativ raffiniert gemacht, man sieht im Grunde immer zwei Baukörper, also einen sehr transparenten, voll verglasten Baukörper zu der Grünfläche und nebendran so ein bisschen, also nach hinten versetzt und eher im Schatten, aber im Grunde ist es eine Grundrissfläche, das sehen wir jetzt gleich, wenn wir in die Grundrisse einsteigen. Das ist raffiniert gemacht, dass es halt nicht wie ein großer Klotz aussieht, sondern wirklich ja mit Fingerspitzengefühl auf dem Areal eher so kleinere individuelle Häuser gebaut hat. Also da schlägt mein Herz als Architekt und jetzt klicke ich einfach mal weiter und da im Schnelldurchlauf das, was Herr Rösner auch gesagt hat, wir brauchen nicht mehr den klassischen Raum. Naturwissenschaften klassisch würde genau so aussehen. Eine Vorbereitung in der Mitte, Unterrichtsraum links und rechts, am besten noch ein Hörsaalgestühl, alles im Gleichschritt. Das funktioniert nicht. Die Frage ist, wie sehen die Naturwissenschaften aus, wenn nämlich so gelernt und gelehrt wird, wie Herr Rösner auch beschrieben hat. Und wir gehen am Anfang immer sehr gerne rein und sagen, okay, lass uns mal einen Blumenstrauß auch zeigen, welche Möglichkeiten gibt es denn? Und da haben wir aufgrund unserer Erfahrung verschiedene Szenarien aufskizziert. Ganz links sieht man so den Klassiker, Flurschule in der Mitte, Vorbereitung und die Klassenräume. Das nächste Modell ist das Klassenraum-Plus-Modell, erweiterter Klassenraum, die grüne Zone in der Mitte, also die Flurzone aktivieren, dass es keine Erschließung, eine reine Erschließung ist, sondern auch ein Ort der Kommunikation. Dann sieht man hier Lab-Cluster, also so eine Art Marktplatz in der Mitte. Der ist auch immer zugänglich und dann Differenzierungsräume oder auch akustisch einfach getrennte Raumeinheiten. Und dann gibt es verschiedene Mischformen bis hin zur offenen Lernlandschaft. Und in Luisen Lund haben wir ganz am Anfang geknetet und gemacht mit allen Beteiligten. Und am Ende ist es auch von jedem so ein bisschen was reingekommen. Und da möchte ich jetzt drauf einsteigen. Es sind zwei Etagen, was das MINT-Zentrum angeht, im Erdgeschoss. Sieht man jetzt eigentlich ganz schön in der Mitte die Säulenreihe. Ist zwar schon auch die Flurzone, aber da ist keine Wand links und rechts, die einfach das Ding zumacht, sondern es ist sehr offen gestaltet. Und was man jetzt rein architektonisch eigentlich sieht, und da kommt das Innere zum Äußeren, der rechte Bereich, der jetzt auch grün markiert ist, das ist nämlich genau der Bereich, wo am Ende diese schöne große Verglasung ist. Das heißt, man kommt von da gibt es ja mehrere Lernhäuser,
Man kommt hier in der Mitte rein, geht in den jeweiligen Bereich und schaut schon bis ans Ende, bis zu der großen Verglasung. Also hat architektonisch einen wunderbaren Blick, eine offene Lernlandschaft. Und das sieht man einmal nach unten und einmal auch nach oben, also in den anderen Bereich. Hier im Randbereich sieht man dann, okay, die Treppenerschließung in das Obergeschoss. Und da sieht man auch, das habe ich im Bild vorher kurz erklärt, da sieht man auch diese geschlossene Wand. Die kann man natürlich sehr gut nutzen für Stauraum, für Dinge, die an der Glasfassade einfach falsch platziert werden. Und man sieht jetzt hier auch ganz schön, das Grüne, habe ich extra ein bisschen eingefärbt, ist alles offene Lernlandschaft. Und die zwei blau markierten Bereiche, die sind tatsächlich getrennt. Und ich gehe jetzt einmal ganz schnell durch. Also wenn man jetzt in den oberen Bereich kommt, also im Erdgeschoss, man sieht es ja links, ist Physik, Informatik, Robotik, Technik. Also von der technischen Infrastruktur eher Strom und Daten, was man da braucht. Und was wir da auch integriert haben, ist ein Makerspace, also tatsächlich eine Maker-Garage. Da stehen Maschinen drin, da kann man rein was sägen, bohren, schrauben, hämmern. Da kann man Dinge ausprobieren. Und das ist natürlich für Schüler extrem spannend, sowas zu machen. Oben drüber ein Techniklabor, da hat sogar eine Absaugung, Vakuum, Druckluft, also da stehen auch hier im Kleinen immer die technischen Medien mit dabei, die da bereitgestellt werden. Und gegenüber diese offene Lernlandschaft, und da ist auch bezeichnend, das zieht sich eigentlich durch, auch auf die obere Etage, dass immer im End, also in dem oberen Bereich und in dem unteren Bereich, es schließt immer ab mit so einer Art Coworking-Zone, das heißt, bisschen was Loungiges, da kann man zusammensitzen, man sitzt direkt am Fenster und guckt raus auf die grüne Wiese, also es ist wunderbar. Und ansonsten haben wir da natürlich darauf geachtet, dass wir in allen Bereichen auch wieder diese freie Bühne haben, wenn wir wollen. Und wir können immer Kleingruppe, Großgruppe, mal auch eine Frontalsituation, wenn sie notwendig wäre. Also wir können sehr differenziert damit umgehen, die Möbel sind aufrollen, verschiedene Settings, und das wird dann ermöglicht, wenn wir natürlich uns verabschieden von einer Bodenversorgung, die immer Fixpunkte im Boden sind. Wir haben flexible Deckensysteme hier eingezogen, und das ermöglicht einfach, ich klappe nur die Arme dort runter, wo man es braucht. Wir haben dort auch unsere neuesten Systeme, die auch noch 360 Grad verfahrbar sind. Das heißt tatsächlich, die Medienversorgung wandert zum Tisch, nicht der Tisch zur Medienversorgung. Man kann hier völlig frei möblieren und dann an der Stelle, wo man die Medien braucht, einfach nach unten klappen und bereitstellen. Also das ist jetzt mal so im Schnelldurchlauf das Erdgeschoss. Wir zeichnen ja das Video auch auf. Das heißt, wer noch ein bisschen mehr ins Detail gehen möchte, kann sich im Nachgang, das werden wir auch verteilen, das Video anschauen und dann nochmal auf Stopp drücken und das genauer lesen. Dann springen wir mal eine Etage nach oben ins Obergeschoss. Da ist wirklich Kernbiologie, Chemie, Spezialthemen. Und da haben wir auch nochmal von der technischen Infrastruktur natürlich eine Schippe draufgelegt. Das sind Gase, das sind andere Themen. Und ein absolutes Highlight, und das war Herrn Rösenauer besonders wichtig, ist dieses S1-Labor, jetzt pink gekennzeichnet. Ich glaube, das ist echt ein echter Leckerbissen in Luisenlund. Also ein S1-Labor, da könnten sogar gentechnische Arbeiten durchgeführt werden. Da geht man mit Schutzkittel rein, Schutzbrille, Händedesinfektion und so weiter. Also erhöhte Anforderungen, die man da auch umgesetzt haben. Also wunderbar. Und auch im unteren Bereich wieder so ein abgeschlossener Bereich und auch immer sehr differenziert damit umgegangen. Hier beispielsweise in einem Chemielabor, da ist die Sammlung integriert. Also man kann da nahtlos in die Sammlung, man kann sich die Sachen holen, auf den Tisch legen. Hier wiederum ist es außerhalb vom S1-Labor, aber so zugänglich die Sammlung, dass sie für alle zugänglich ist. Also es ist kein Closed Shop nur für die Lehrer, sondern das sind natürlich Bereiche, die auch zugänglich sind für die Schüler. Man muss natürlich auch immer differenzieren, sind es jetzt heikle Dinge, es gibt natürlich auch Sicherheitsschränke, braucht man Schlüssel dafür, aber andere Dinge sind einfach offen. Und das Wichtige ist ja vom pädagogischen Leitbild und der Vision, die Schüler sollen selbst organisiert experimentieren, reingehen in Sammlungen, die sich die Sachen holen und loslegen und nicht irgendwie, ich komme da nicht ran, ich brauche jetzt einen Lehrer dafür. Nee, dafür ist das Konzept so gestaltet, alles offen, alles flexibel, und ich freue mich da wahnsinnig auf die Eröffnung. Bin total gespannt, da auch mal drin zu stehen. Das war es von meiner Seite. Ja, vielen Dank, Alexander. Hier kommen auch schon die Anfragen im Chat, ob man denn da wohl mal hospitieren könne bei dieser inspirierenden Schule. Peter, was sagst du da dazu? Also da würde ich mich total freuen. Das ist tatsächlich schon geplant. Wir sind auch mit unserem Ministerium gerade in sehr engem Austausch.
ob man nicht die Art und Weise, wie wir künftig eben lehren und lernen interpretieren, nutzen kann und sagen kann, das ist vielleicht ein Teil eines auch Lehrerbildungszentrums mal in Schleswig-Holstein oder dass man eben mit dem, also unser IQSH als Lehrer, also Landeslehrerbildungsinstitut, was gemeinsam machen kann. Das ist schon ein bisschen auch der Gedanke, dass wir sagen, wir probieren Dinge aus, wir machen sie, wir versuchen es so gut zu machen, wie wir können und wir zeigen es auch und lassen auch teil. Man kann übrigens auch hier arbeiten, also ich bin Bestellter, aber ich nehme auch Bewerbungen entgegen. So ist das. Aber das heißt, auch wenn jemand an einer Hospitation Interesse hat, kann man dir einfach eine E-Mail schicken, oder? Das ist das Einfachste. Ich würde darum etwas Verständnis werben. Also wir, die Gebäude sind nicht fertig. Wir hoffen, dass sie im Oktober bezugsfertig sind. Und dann geben sie uns nochmal irgendwie 3 Monate, muss man selber ein bisschen ausprobieren. Aber dann im nächsten Kalenderjahr, glaube ich, wird das sicher möglich sein. Und dann war noch eine Anmerkung, die sicherlich auch sehr richtig ist. Das ist natürlich schön und gut, die Schule so zu verändern. Ist aber schwierig, wenn die Lehramtsausbildung völlig unverändert bleibt. Ja, also wenn Lehrkräfte auf diese Art des Unterrichtens oder des Lernbegleitens überhaupt nicht vorbereitet werden, kommen von der Uni mit ganz anderen Vorstellungen und prallen dann in solch einer Schule auf eine ganz andere Form des Unterrichts. Aber da wird uns wohl auch nichts anderes übrig bleiben, als uns in Geduld zu üben oder in der deutschen Bildungsmaschinerie. Also vielleicht ein Satz von mir, der keine Hand gibt, um was zu sagen. Also das stimmt natürlich. Also natürlich wäre es schön, wir hätten Lehrkräfte, die solche Konzepte auch in der Ausbildung nicht nur theoretisch gelernt, sondern da vielleicht selber praktisch erlebt haben, was mich dazu bringt, immer wieder auch darauf hinzuweisen, dass der Lehrberuf, die pädagogische Interaktion mit anderen Menschen, das lernt man nicht im Hörsaal. Ne? Das ist, wie man im Klavierspielen nicht. Also da muss man einfach in die Übung gehen, in die Supervision gehen, in den Austausch gehen, da vielleicht eher wie klassische Heilberufe ausgebildet werden. Das haben wir alles nicht. Die Frage, ist das schlimm? Ich glaube, nein. Also wir haben, die Berufswelt ist heute so, und zwar fast egal in welche Branche, dass man sich über, sagen wir mal, 35 Berufsjahre, also jeder Beruf muss sich verändern. Also mir fällt jetzt ein, also die Kleinbildkamera mit dem echten Film ist heute ersetzt durch Digitalkameras. Das sind aber häufig, also die Firmen, die es überlebt haben, sind immer noch die gleichen Menschen. Volkswagen baut heute Elektroautos und eben keine Benziner mehr. Das sind immer noch die gleichen Menschen. Also man muss, glaube ich, schon, und als Lehrer sollte man das allemal sein, also wenn der Lehrer nicht wäre, denn dann bereit sein zum lebenslangen Lernen. Und wenn man selbst jetzt in der Ausbildung das vielleicht so nicht erfahren hat und man kommt dann in so ein Setting im Berufsleben später, wie eben jetzt bei uns in Lusendunk, na, dann begleiten wir sie ja auch. Und es gibt hier viel Anregung und viel Unterstützung auch seitens der Schulleitung, seitens der Kollegen. Die Grundbereitschaft, das Mindset, das muss vorhanden sein, das muss der Lehrer mitbringen. Aber das nochmal, das gilt jetzt, glaube ich, für jeden Beruf in einer sich so dramatisch verändernden Welt. Das wird wohl, das muss passieren. Das glaube ich. Ja, ja. Jetzt habe ich gerade noch ein sehr schönes Kompliment gekriegt von Niki Saratidou, Geschäftsführerin des MINT-ECs, dass sie diese inspirierenden Informationen an die Schulleiter der MINT-EC-Schulen weitergibt. Das ist natürlich schön, wenn sich das unter den Exzellenzzentren in Deutschland weiterverbreitet. Vielleicht passend dazu und zum Schluss, Alexander, du könntest nochmal unser MINT-Space-Buch einblenden, wo wir nämlich Luisen Lund und andere Leuchtturmprojekte mal zusammengefasst haben, auch Wutöschingen. Auch in Wutöschingen haben wir gerade die Naturwissenschaften in einer Lernlandschaft eingerichtet, ist auch gerade abgenommen worden. All diese schönen Projekte und wie komme ich von einer pädagogischen Vision zu einer räumlichen Umsetzung, haben wir in diesem Buch zusammengefasst. Schreiben Sie mir eine Mail, dirk.suhr@hohenloher steht da oben rechts, dann schicken wir Ihnen das gerne kostenlos zu. Ansonsten sind wir auch pünktlich um mit der Zeit. Ich hoffe, es hat allen gereicht, in der Zeit Ihre Pizza, Ihre Pasta oder was immer Sie sich über den Lieferando-Gutschein bestellt haben, zu vertilgen. Ich hoffe, Sie konnten auch viel geistige Nahrung mitnehmen. Ich fand es einen sehr gelungenen und sehr inspirierenden Mix heute. Bedanke mich bei den Referenten für Ihren Beitrag hier. Bedanke mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern an den Fernsehgeräten in der Nation und freue mich, Sie das nächste Mal, wo und wann auch immer, wiederzusehen. Bis dahin, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.